Die Langzeitfolgen unbehandelter Gefäßerkrankungen lassen sich im Grunde genommen auf drei Komplexe runterbrechen. Wenn Sie eine periphere arterielle Verschlusserkrankung nicht behandeln, dann werden Sie irgendwann Ihr Bein verlieren. Das heißt, es geht darum, langfristig das Bein zu erhalten und die Lebensqualität. Wenn Sie die Karotisstenose, also die Verengung der hirnversorgenden Gefäße, nicht behandeln, werden Sie irgendwann gegebenenfalls einen Schlaganfall bekommen. Es geht also um das schlaganfallfreie Überleben. Wenn Sie die aneurysmatische Veränderung, das Größenwachstum der Bauchaorta, der Hauptschlagader, nicht behandeln, werden Sie unter Umständen einen Einriss der Hauptschlagader erleben. Es geht also um das rupturfreie Überleben.